Hallo ihr Lieben, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem Ranked Game. Ich habe richtig Eierflattern, wir haben eine Winstreak von 10 Games und das wird auf jeden Fall eine richtig kranke Challenge, denn die Gegner haben meiner Meinung nach ein super starkes Team. Ich finde, die haben einen kleinen Schwachpunkt, mal gucken, ob wir den abusen können. Die Gegner haben Alistar Draven. Ich glaube, es gibt fast keine aggressivere Lane, vielleicht Leona Draven. Aber Alistar Draven, wenn die All-In, wenn er Flash queued. Ich finde, an Leona Draven, bei Leona sieht man ja wenigstens noch, wenn die rein geht. Aber wenn Alistar Q flasht, das kannst du nicht dodgen, wenn er die Combo safe macht. Mit dem Schaden von Draven gekoppelt, das ist einfach brutal. Also, Bard-Jhin ist meiner Meinung nach auch eine wunderbar starke Lane, unfassbar. Wenn wir es schaffen, vielleicht den Alistar ein bisschen low zu poken vorher, können wir auch mal einen All-In wagen. Das ist leicht gefährlich, was wir hier machen. Schon mal Alistar Draven ein bisschen ansneaken. Wir dürfen aber den... Oh. Okay. Interessant. Shaco hat nicht... nicht beim Red gestartet. Oder der hat beim Red gestartet, aber braucht keinen Pull. Das kann auch sein. Jawohl, Electrocute schon mal drauf. Er flasht! Alistar no Flash. Schade, Toplane hat starke Probleme. Leute, wir sind Diamond 4 jetzt mit meinem zweiten Account hier. Also das Binding hat nicht connected. Und wir haben eine Winstreak von 10 Siegen in Folgen. Unser MMR richtig hart gepusht momentan. Und ich weiß, dass das jetzt dass es hart wird. Wenn ich dann auch noch sehe, dass Topliner schon tot ist. Aber das Wichtigste ist, konzentriert euch auf eure eigene Lane. Versucht das zu gewinnen. Und mir ist aufgefallen, ich gucke immer in letzter Zeit extrem angespannt und grimmig. Ich mache mal den hier. Aber... keine Ahnung, ich kann nicht ohne. Das hat auch früher mein Tanztrainer mal zu mir gesagt, dass er sagt, jo, super getanzt, aber größter Kritikpunkt, so, du siehst alles andere als entspannt aus. Gut, dass ich da den Alistar abhalten konnte. Und das, die Tatsache, dass Alistar jetzt auch keinen Flash hat, hilft ein wenig. Der Shaco war immer noch da, man hat ihn an der Wand gesehen. Achso, die Schwachstelle, die ich bei den Gegnern sehe, ist eigentlich Heimerdinger, aber wenn ich mir Ahri so angucke, dann hat die gerade mal 10 CS, das wird hart. Ich finde nämlich Heimerdinger im Late Game nicht so geil. Er ist auf der Lane super eklig, aber ich finde Heimerdinger eben auf im Late Game nicht so stark. Heftig, wie die All-In können. Da habt ihr es gerade gesehen. Was ein kranker All-In von denen. Und ich hatte jetzt schon zwei Heal-Teile unter Jhin. Er selbst hat sein Heal noch. Schön kalkuliert. Ich kann meine Tränke schlucken. Draven Heal, Alistar Ignite. Schade. Wichtig ist, die Heal-Teile für Jhin zu platzieren, aber wir sind unterm Turm. Ich glaube, der kann hier gut durchfarmen. Bard ist mein bester Champion. Bard ist mein absoluter Main-Champion. Bard ist wahrscheinlich auch gerade mein Lieblings-Champion und ich würde ganz gerne in die Mitte roamen, aber ich weiß nicht, ob wir an den Kanon von Heimerdinger überhaupt eine Chance haben. Toplane wieder das 2v2 verloren. Ahri kriegt es! Good job, Ahri! Komm, wenn ich schon hier bin, dann hole ich schnell die Meeps. Muss aber eigentlich back to lane.
Ah, jetzt sind die beiden Nips hier oben gespawnt. Schuhe, Kontrollwort, let's go. Puh, ja Leute, wenn ihr sagt, Mike, spiel gerne öfter Ranked, es ist spannend dir zuzuschauen, lasst ein Like nach oben da. Like nach oben ist eigentlich ziemlich doppelt gemoppelt. Wobei es gibt auch Dislike und den Pro-Like, also eigentlich ist es doch nicht doppelt gemoppelt. Das Gute ist, dass ich noch meinen Flash habe. Ja, eigentlich können wir gerade nicht so viel machen, aber Alistair ist auch noch nicht 6, also dive wird auch noch nicht. Ich kann ihn nicht helfen mit, ich kann hier nur ein bisschen freezen eigentlich. Be careful. Ja, die ist Level 6, ich glaube die ist, okay. Ich wollte gerade sagen, nicht dass Alistair hier unten. Zweites Healer wird platziert. Momentan habe ich die Mana. Sind die Shaco am Baiten? Ziemlich untypisch, dass die sich zurückfallen lassen. Ich wollte gerade sagen, der Djinn riecht es auch. Der Djinn weiß auch Bescheid. Shaco hat sich lange nicht blicken lassen. Wir haben Red Buff Timing. Wobei. Doch, er hat glaube ich beim Red gestartet. Ja, viel zu weit. Da haben wir den besagten Flash-Move leider. Kann man nichts machen. Das ist ein nicht counterbarer Move. Alistair Flash. Unfassbar. Außer sich nicht in die Range reinstellen. Das ist natürlich eine Option. They dive probably Ali 6. Graves, was ist los? Alistair ist 6. Da. Wir haben Damage. Ich hab ihn dir nochmal geslowt, Bro. Yes, Baby! Botlane ist so tense, aber wir haben es irgendwo im Gepäck. Die Sicht war wichtig zu wissen, dass Shaco sich zurückgezogen hat. Schön, ey. Das Niveau hier auch, das Getänzel, die ADCs, die lassen sich da komplett drauf ein. Jetzt gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Ich hab immer noch meinen Flash. Sehr wichtig für unsere Botlane. Vielleicht kann ich jetzt mit den 5er Schuhen auch mal einen kleinen Roam wagen. Ihr wisst, ich baue Bard jedes Mal mit einem Damage-Item. Gegen die, weil die so viel Damage haben, ist Protobelt das Damage-Item, was ihr braucht. Die haben sehr viel Burst. Ari ist auch jetzt top, hat zwar nicht so viel Farm, aber okay, Heimdinger pusht dauerhaft ein. Das ist alles cool. Oh. Oh, sie lebt! Lauf! Ah, okay, sie baitet, ne? Alistair ist low. Wie ist denn da hingekommen? Die große Frage ist, wo ist Alistair?
Ach, warte mal, hat der Graves noch geultiert? Hätte er es nicht früher machen können? Hätte ich mein Ulti vielleicht sparen können? Vielleicht hat er es nicht gehabt, ich weiß es nicht. Alistar gepackt. Wichtiger Pick. Schade, dadurch, dass der Graves nicht in meinen Nacken mitkommt, kann ich hier den Pinkwood nicht klären. Geklaut. Wir gehen shoppen. Die Roams. Jetzt haben wir erstmal Alistar einmal outroam. Wichtig. Da ist der Shaco Level 8. Graves ist schon Level 9. Ihr merkt selber, wie angespannt ich bin. Oh, geil. Das Item ist auch wichtig, um zu snowballen. Frage ist, kann Jin. Eigentlich ist es ein 1v1-Bot. Ich denke, Farm. Oh oh. Alistar 50 Sekunden, kein R. Good job, Graves. Ach du Kacke. Ah, my bad. Den hat er noch. Oder? Oh, das wäre geil, wenn er wenigstens überlebt. Das war my bad. Oh. Komm, aber das war ein guter Bait, weil guckt euch an, wie deep der jetzt ist. Guckt euch an, wie deep der ist. Nehme ich gerne mit. Ich nehme jeden Kill mit einem Ball. Das kennt man von mir. Es kann falsches Verhalten sein. Wahrscheinlich ist es das, weil. Wobei ich weiß nicht, ob Draven sich Ahri da zu 100% angeboten hätte am Ende. Es gab zu viele Situationen in meinem Leben, wo ich dachte, als Supporter, komm, ich lass meinem ADC den Kill. Und, ja, am Ende kommt der Gegner sogar irgendwie close weg. Das wollen wir nicht. So wichtig, jetzt können wir weiter roamen. Pinkwood ist RIP. Alistar stellt direkt 9. Dadurch, dass er da noch cleart, kann ich hier kurz einstellen. Hier ist sogar noch ein Pinkwood. Wir haben Vision, wichtig, aber wenigstens können wir es clearen. Mitte regelt. Graves killt Shaco. Das 2v2-Bot ist nach wie vor sehr hart. Ich muss gut, wenn ich Draven treffen würde mit einem sneaky Move, mit einer Q zum Beispiel, dann vielleicht. Ich weiß, dass hier ein Pinkwood ist. Alistar lässt ihn mir. Geil! Alistar lässt ihn mir. Sehr schön. Muss sogar noch ein Pinkwood platzieren. Das ist alles Gold, was der Alistar verliert. Jetzt schon 150. Ah, leider kriegt er meinen Pinkwood jetzt auf. Eigentlich will ich mich nicht grapschen lassen von dem. Wait, what? Richtig doof, ey. Das war wieder einer der Situationen. Ich wollte den Kill nicht nehmen. Ich war mir sicher, mit dem Heal und allem hat Jin es. Aber hat der leider nicht. Was hat man jetzt davon? Hat er noch einen Slide? Oh, what? Das war aber fast schon ein Glitch-Slide. Nicht schlecht. Oh oh. Ja.
Also. Der ist der Belt. Hat Chaco auch 5er Schuhe? Er hat nicht mehr 5er Schuhe. Wie konnte Chaco da so schnell rumkommen? 14, 16. Heimeldinge fällt behind. Und ich finde auch, der bleibt da. Oh, der Darius hat 7 Kills. Jinri nur farmen, der hat nach wie vor Todesangst. Da wäre ich reingegangen gerne mit dem Tunnel. Auf den Draven. Kimmel, wie steht die? 2-7. Draven, Alistair. Ich sag euch das, selbst wenn die Lane gut läuft, vor dem muss man nach wie. Na, ich kann auch schlecht killen, weil der Shaco hier über sein kann. Shaco ist hinter mir. Das war eine schöne Ult into Q. Direkt beide gechuckert. Den kurz rausgezoned. Soviel ich weiß, ist Shaco topside. Eventuell am Herald. Ich will diese Meeps haben. Baiten die mich? Ich habe gerade keinen Tunnel. Da war der Shaco sogar noch. Ist hier ein Pinkboard? Hier ist kein Pinkboard. Ihr seht, was ich jetzt mache. Viele Wards clearen. Mit der Knospe eventuell nochmal ein Ward entdecken. Hier ist keiner. Ich will nicht gesehen. Schade, hätte ich meine Q da getroffen, wäre wieder ein Kill für mich gewesen. So brutal, der hätte sich fast noch durchgedankt. Was ist jetzt hier mit Kimmel? Okay. Doch, den haben die. Alice hat keine Mana mehr. Gibt sogar Grace noch mal Support. Alright. Ja, normalerweise baue ich jetzt damage-lastig weiter. Ich glaube, ich mach's. Ich zieh's durch. Zieh, glaube ich, echt mein Nashes durch, Leute. Mutig. Merkt, wie tense das Game ist, obwohl man die ganze Zeit irgendwie Kills bekommt. Den secure ich mir, das Camp. Ich habe keine Ahnung, wie es ausgehen wird. Ich weiß nur, dass. Ich weiß nicht, wie es ausgehen wird. Punkt. Gegner haben den Drake. Ich sag mal, ich fühle mich alles andere als frei, weil die Gegner auch noch einen Shaco haben.
Ari musste ultien, um rauszukommen. Das ist sehr gut, dass er den Kill bekommen hat. Heimeldinger, ich hab's gecallt. Das ist die Schwachstelle von dem. Okay, sie musste sich opfern. Leute, 12 Sekunden zum Infernal Drake. Ganz, ganz wichtig. Der hilft auch dem guten alten Gary Bart. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal so gebibbert bei meiner ersten Challenger-Promo. Der Damage spart, er regelt es. Der Damage spart. Er regelt es mal wieder komplett. Weil ich keine Sicht, keine Ward. Gut, dass ich wenigstens den Sweeper mal so einfach aus Intuition gezogen habe. Sonst hätte mich der Shaco komplett überrascht. Was haben wir denn hier? Lieb Pink Ward in meinem Gebüsch. Ist also nicht zu. Vielleicht sollte ich hier, komm in meine Richtung, komm in meine Richtung. Ich glaube, der Fehler war, dass Ari da gesonjast hat. Dadurch hat mein Heal nicht getriggert und das hat Shaco auch nochmal Sekunden Zeit gegeben. Nashus, Leute, der Damage spielt geht weiter. Es macht jetzt auch keinen Sinn mehr. Doch, ein Stundenglas könnte ich bauen. Denn die Gegner haben ziemlich viel AD Damage. Und damit ich nicht one-exed werde, werde ich wenigstens two-exed und ein Sonjas könnte mir Zeit verschaffen. Ich glaube, die machen Baron jetzt. It's bad. Ich glaube, die haben den sogar ohne Shaco gemacht, den Baron. Kann das sein? Ich habe 49 Meeps. Ich sage ja mal, ab 60 Meeps wird AP Bar zum One-Shot Bar. Bald haben wir es. Die Wards stehen eigentlich akzeptabel gerade. Es wäre mir recht, wenn die Gegner groupen. Oh, was macht der Graves? Komplett alleine? Shaco ist sehr low, aber hier gibt es eh nichts zu holen.
Ich krieg einen Support, hat wohl jemand mein Heal eingesammelt. Ja, nichts machen. Sorry. Der Darius, er ist praktisch schon wieder voll. Unfassbar, dieser Champ. Ist das GG? Ich glaube, es ist GG. Nein, hör mir auf, ey. Ist die Camille 5-12 so useless? Das war's, Leute. Winning Streak ist vorbei. Und ich hab's schon gecallt. Die gegnerische Teamkomp war verdammt eklig. Ah. Okay, alles hat ein Ende. Auch die Siege haben mal ein Ende. Ich denke, an uns hat's nicht gelegen. Wir ehren die Ari. Die hat, glaube ich, sonst noch recht gut gespielt. Wir waren auf 0 Punkten. Deswegen ist das höchstens ein MMR-Knick. Hier haben wir auch wahrscheinlich nochmal den Damage-Grafen. Shaco war, glaube ich, so eklig. Ich weiß gar nicht, woran es am Ende gelegen hat. Ich glaube, am Ende war es das Problem, dass wir dann doch den Darius gefokust haben. Und der hatte einen Schutzengel und einen Sterax. Und währenddessen kamen Draven und Shaco rein. Also im Endeffekt war eigentlich der Initiate von mir wahrscheinlich der Move, dass wir verkackt haben. Wir hätten aber auch easy peasy, nachdem Darius GA gepoppt ist, uns erstmal wieder zurückziehen können. Wir haben ja auch Darius Flash auch noch bekommen. Aber im Endeffekt, glaube ich, war der Darius-Fokus das Problem. Leute, hoffentlich hat es euch gefallen. Wir versuchen wieder, das nächste Game zu gewinnen. Ich bin guter Dinge. Ich wünsche euch einen freshen Tag. Haut rein und macht's gut.